Alte Genossen, Genossen, wir kämpfen ja auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Oder bei uns gegen uns weiterkommen, nicht nur uns zurückstellen. Das sind nur zwei von vielen ekelhaften Sprüchen, der die Bundeswehr versucht, seit 2015 bei Nachwuchs für sich zu gewinnen. Das sind diese großen Runden, große grüne Plakate, ich denke, die meisten kennen sie auch nach der Bundesfolter von nicht zu übersehen. Mit einem Budget, von dem sich nichts im Zoll betreiben kann, und zwar bei 30 Millionen Euro, kann sich die Bundeswehr Großbildplakate, TV, Radio, Internetwerbung, Schulbesuche, Auftritte bei Jobmessen und wahrscheinlich noch tausende weitere Werbeveranstaltungen leisten. Der Anlass für diese Werbeoffensive ist eigentlich ganz erfreulich, und zwar anscheinend hat die Bundeswehr Probleme damit, genug neue Soldaten zu rekrutieren. Das versuchen sie jetzt nachzuholen, und ihr Fokus liegt dabei ganz klar bei Jugendlichen und Jugenderwachsenen. Bei ihren Werbeveranstaltungen stellen sie immer das soziale Engagement in den Mittelpunkt. Es geht um Fliegensicherung und Blumenbau. Mit Panzern oder Flugzeugen Attrappen versucht die Bundeswehr cool bei Jugendlichen anzukommen und das Leben eines Soldaten als spannendes Abenteuer darzustellen. Und dabei nutzt die Bundeswehr in krassem Maße auch die Perspektivlosigkeit von den meisten Jugendlichen aus. Bei der Bundeswehr bist du ja immer genommen. Die Bundeswehr finanziert dein Studium, die Bundeswehr bezahlt dich gut. Es ist schon irgendwie zynisch, dass eine Armee, die sich gerade auf neue Kriegseinsätze vorbereitet, mit sicheren Arbeitsplätzen wirbt. Wir bleiben dabei, die Bundeswehr ist kein sicherer Arbeitgeber. Die Bundeswehr sichert rund um die Welt die Interessen von deutschen Konzernen mit Waffengewalt. Sie hat weder auf der Schule noch in den Jobcentern irgendwas verloren. Und wir wehren uns gegen das Werben fürs Sterben. Auf der Bundesebene hatten wir eine Aktion am Laufen gehabt, die Bundeswehrplakate mit unseren eigenen Plakaten zu übertreten und sie dann noch viel realistischer zu machen. Mit Sprüchen wie "Wir kämpfen für die deutsche Wirtschaft", "Macht was wirklich wehtut, eure Bundeswehr" und ähnlichen. Auch in den Bundesarbeitskreisen der Revolutionäre Linke haben wir uns gegen die Werbeoffensive eingesetzt. Mit den bundesweiten Plakaten und mit unseren eigenen Plakaten haben wir versucht, vor allem den sozialen Aspekt reinzubringen. Ja, mit Sprüchen zum Beispiel Ausbildungsplätze oder Arbeitsplätze statt Auslandseinsätze wollten wir eben das Soziale reinbringen, denn das ist eigentlich das, worum es geht. Wir junge Menschen brauchen keine Karriere im Bund, ganz im Gegenteil, wir brauchen soziale Sicherheit, wir brauchen Investitionen in die Bildung. Wenn man sich das anschaut, jährlich wird 15,3 Milliarden Euro für die Bildung ausgegeben bundesweit, dagegen 33 Milliarden für die Bundeswehr und zur Rüstung. Wir brauchen garantierte Ausbildungsplätze mit garantierter Übernahme, wir brauchen gute und sichere Jobs, wir brauchen gute und sichere Wohnungen, die bezahlbar sind und vor allem brauchen wir eine friedliche Zukunft mit Perspektiven ohne Ausbeutung, ohne Krieg und ohne die Bundeswehr.